Hallo und schön, dass du da bist zur Jungfraulegung für den Mai 2024. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich lege natürlich wie immer mit dem Licht- und Schattentarot auf Liebe, Beziehungen, Partnerschaften, Begegnungen, die sich bei euch hier im Mai jetzt zeigen möchten. Bitte, für meine lieben Jungfrauen. Okay, ich hatte gerade die Augen geschlossen, jetzt wusste ich gar nicht, wo die Karte hingeflogen ist. Königin der Schwerter, das ist spannend. Ich mache nämlich nie die Augen zu normalerweise. Und die hat sich umgedreht. Zehn der Kelche. Die ist weg. Ich wusste nicht, wo sie ist. Du wusstest nichts. Du hattest keine Klarheit. Du wusstest nicht, wo. Vielleicht was wahr ist, was falsch ist. Ja, vielleicht gab es irgendeine Unklarheit. Du wusstest die Wahrheit nicht oder nicht mehr oder du konntest sie nicht erkennen. Irgendetwas hat es mit der Wahrheit hier auf sich. Und zwar geht es hier um die Liebe, um die Harmonie, um das Miteinander, um Verbindungen, um die Familie vielleicht auch, ja. Um die Liebe grundsätzlich, um die Erfüllung im Leben. Vielleicht warst du dir unklar darüber eine gewisse Zeit lang, was denn jetzt dich wirklich erfüllt im Leben? Die Klarheit wird kommen, beziehungsweise sie ist bereits da, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Und es scheint so zu sein, dass es Verbindungen sind, Beziehungen, ja, Familie, Kinder, Partner. Okay. Die Klarheit war nicht da. Jetzt hast du sie oder du wirst sie im Mai erlangen. Die Kraft. Ja, natürlich, jetzt, wo du Klarheit hast darüber, was du willst, was dir auch wirklich wichtig ist, ist es auch viel einfacher natürlich für dich, deine Kraft, deine Energie in die richtige Richtung dann auch zu lenken. Ja? Wenn man sich unklar ist, dann kann man ja seine Energie nirgends hin lenken, sondern ja, die versprüht überall diese Energie und geht nicht fokussiert auf eine Sache. Und hier sehe ich, du bist mit Herz und Fokus und deinem Willen dabei und das geht jetzt in die richtige Richtung. Sehr gut. Die du möchtest. In die Richtung, die du möchtest. So, das sind mir zu viele, aber es geht hier auch die Hohepriesterin, König der Stäbe, Ritter der Stäbe. Es kann ja durchaus sein, dass du bereits merkst, dass hier jemand auf dem Weg zu dir ist. Ja, vielleicht gibt es ja auch Treffen. Vielleicht merkst du einfach eher, sie könnte der Richtige sein. Wichtig ist nur, dass du hier den Fokus behältst. Ja, nicht einmal da, nicht einmal dort, sondern wirklich, was dir wirklich wichtig ist, dich auf das auch zu fokussieren. Sehr schön. Königin der Kelche, ich glaube, du schwebst richtig im Glück. Es tritt hier der Flow ein. Du lässt es fließen, du lässt es geschehen, du lässt Dinge geschehen, du lässt es zu. Sehr, sehr schön. Du weißt, was du willst. Du weißt ganz klar, was du willst. Und mit der Königin der Kelche lässt du es dann fließen. Sehr schön. So. Und die Lieben. Ich glaube, liebe Jungfrau, der Mai wird hier bombastisch für dich, ja. Falls du hier noch niemanden hast, wirst du hier jemanden kennenlernen. Falls es nicht so gut läuft mit euch, wird es hier im Mai endlich laufen. Ja, hier fließt's jetzt. Vorbei mit den drei der Schwerter mit Herzschmerz. Umgedreht. Okay, es sind ja alle umgedreht, aber egal, die Botschaft zählt. Vorbei mit Herzschmerz. Die Liebenden, du kommst jemandem näher, du lässt es zu, ja, du lässt irgendetwas zu. Du weißt, es ist dir wichtig, zum Beispiel eine Familie zu gründen oder eine harmonische Beziehung zu führen und du lässt jetzt vielleicht jemanden auch näher an dich ran. Gewisse Mauern, die hier abgebaut wurden, werden von dir, indem du es einfach zulässt, indem du es zulässt. Acht der Münzen, ja, das haben wir jetzt typische Jungfraukarte natürlich. Du behältst weiterhin alles im Blick, deine Ziele, deinen Fokus, arbeitest weiter daran, was es auch hier immer ist, ob das jetzt Arbeit ist, ob das zu Hause ist, im Garten,
an einem bestimmten Hobby, an einer bestimmten Zukunftsvision von dir, an der du arbeitest, ja, etwas Langfristiges hier. Es kann natürlich auch sein, dass du bzw. ihr gemeinsam hier bereits an einer langfristigen Familie arbeitet. Andererseits könnte es hier natürlich auch dafür stehen, dass ihr hier an Nachwuchs arbeitet. Dass hier fleißig für Nachwuchs gearbeitet wird. Okay. Auf jeden Fall geht es hier um etwas Langfristiges. Etwas soll für immer bleiben. Etwas soll hier langfristig Bestand haben. Das ist dir besonders wichtig. Und ich glaube, du möchtest der Liebe auch einen fixen Platz in deinem Leben hier einräumen. Für das Schwerter. Ja, das steht für, kann auch eine Auszeit sein, kann hier auch ein Spa-Besuch sein zum Wochenende. Ihr könnt hier auch ein Wohlfühl-Wochenende hier nehmen. Irgendetwas, wo ihr euch relaxen könnt, erholen könnt. Ein nettes, schönes, gemeinsames Wochenende, würde ich hier sagen. Mit Ritter der Stäbe. Ja, hier geht es auch sehr feurig zur Sache. Also Ende Mai sehe ich. Es kann aber auch zu Hause natürlich sein, dass man sich zu Hause gemütlich macht. Ich sehe hier sehr, sehr viel Kontakt mit einem bestimmten Menschen. Hier zeigt sich noch das Rad des Schicksals. Im Mai wird sich hier alles drehen. Ich stelle das hier ein bisschen größer. Oder, ja, genau. Damit sich die zweite Reihe hier schön ausgeht. Wir schauen jetzt genauer noch rein mit dem Witches Tarot. So, bitte auf Königin der Schwerter ziehen, der Kelche. Die Welt, die Welt, die Welt, die Welt. Vollkommenheit. Es geht dir hier um mehr als nur eine Verbindung. Für dich soll das mehr sein als nur eine Verbindung. Für dich soll das Ganze mit dir, mit deinem Umfeld, soll das hier alles harmonieren. Ja? Zum Beispiel dein Partner soll sich auch mit deiner Familie, mit deiner Ursprungsfamilie, mit deinen Freunden, mit deinen Verwandten, das soll alles harmonieren. Mit den Nachbarn, das soll hier alles harmonieren und passen. Neun der Münzen, die Kraft. Du arbeitest daran, du bist dir auch sicher, dass du das hinkriegst, dass das so sein wird, dass es so kommen wird. Es hat sich hier die Sechs der Schwerter. Sechs der Schwerter steht natürlich immer für eine Vorwärtsbewegung, grundsätzlich für Bewegung, aber auch, dass man hier jetzt alte Gewässer verlässt, ja, unruhige Gewässer, wo es vielleicht Stress gab, wo es Streitigkeiten gab, wo man vielleicht auch mal fünf gerade sein lässt, Diskussionen hier hinter sich lässt und ja, Richtung Frieden, Harmonie geht. Auch wenn vielleicht Ungerechtigkeiten hier passiert sind, Ungerechtigkeiten ausgesprochen wurden, man möchte hier wieder ein friedliches Miteinander, der Tod und die Lieben. Ja, boom. Das ist hier eine Entscheidung, eine lebensverändernde Entscheidung und zwar für die Liebe. Du lässt das Alte komplett hinter dir, was das auch immer ist. Auf jeden Fall lässt du es hinter dir. Mir kommt gerade rein zum Beispiel, ja, nur damit du es besser vorstellen kannst, Nörgeln, vielleicht extrem sehr genau sein, andere bewerten, kritisieren, das kommt mir ein bisschen rein, das hinter sich zu lassen und sich auf die Liebe, auf das Gemeinsame zu fokussieren, ja, auf das, was wirklich wichtig ist, das kommt mir rein. Okay, was haben wir hier? Acht der Münzen, sechs der Kelche, acht der Stäbe. Wundervoll. Wundervoll. Also man sieht hier irrsinnig, wie du die Entscheidung hier triffst, wie du die Stärke hier auch hast dazu, dich selbst ein bisschen zu sagen, ich lasse das Negative jetzt hinter mir. Ja, ich suche auch bei anderen vielleicht nicht immer nur das Negative. Ich schaue auf das Positive, auf das Gemeinsame. Und man sieht hier so schön, wie es dann auch plötzlich hier weitergeht. Ja, es geht hier dann sehr schnell hier vorwärts. Sechs der Kelche, das ist das liebevolle Miteinander, das du vielleicht von früher bereits kennst. Wenn du hier schon einen festen Partner hast, vielleicht verheiratet bist,
Früher war das so und das hat sich irgendwo verloren. Das wieder aufzufrischen, aufzubauen. Solltest du jemand Neuen kennenlernen, hier ebenfalls, ja, darauf aufzubauen, an den Treffen, an dem Gemeinsamen, an dem Spielerischen, ja, das Ganze spielerisch zu sehen. Und nicht immer nur das Negative vielleicht zu suchen beim anderen. So, das waren mir zu viele. Auf die 4 der Schwerter, bitte. Der Stern. 4 der Schwerter, der Stern. Ein Traum. Du träumst hier vielleicht Tagträumerei, vielleicht träumt ihr hier auch gemeinsam. Ich sehe hier sehr viel gemeinsam. Vielleicht erfüllt ihr euch aber auch einen gemeinsamen Wunsch, den ihr hier habt. Oder du träumst von deiner Zukunft und heilst dabei. Die 4 der Schwerter ist auch eine Heilungskarte. Der Stern ist ebenfalls eine Heilungskarte. Sehr viel Heilung passiert hier. Sehr viel Heilung passiert hier, weil du etwas hinter dir lässt. Ritter der Stäbe. Ritter der Stäbe. Page der Schwerter. Viel Kommunikation, viele Unternehmungen. Vielleicht auch ein Date. Ja. Das kann hier durchaus der Fall sein. Mit einem neuen Menschen, vielleicht auch mit einem, ja, mit einem neuen Menschen. Vielleicht auch einfach neue Gespräche, eine neue Art und Weise, miteinander umzugehen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich sehe hier die Königin der Kelche und den Narren. Lasst es fließen im Mai. So, wir schauen jetzt tiefer rein. Um wen geht es denn hier genau? Wer ist das? Was gibt es noch für Informationen hier mit den Rider-Waite-Karten? Und ich werde auch noch eine Glücks- bzw. eine Herzkarte für dich ziehen. Und ja, schau gern vorbei im VIP-Mitgliederbereich. Ab Stufe 2 sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar. Und ansonsten schau dir auch gern dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte auch hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, einen ganz wundervollen Mai und bis zum nächsten Mal. Tschüss!